So, dann machen wir heute weiter mit dem dritten Teil, und zwar dem Hack. Wir fahren heute zum Metzger und holen uns erstmal 500 Gramm Hack, Fleisch. halb und halb. Alles wird aus Hack gemacht. Ja, die Mission heißt Welche Sorte gibt's? Ja, wie war das bei Sag Domian ja, mit halb der und halb. Frau aus Hack? Ja, ist meine Schwester dabei, wie der Mütti hier schreien hier. Ich rieche, dass da drin ist. Das war das beste Forever gewesen Deine damals. Schwester ist ein bisschen sehr aufgedreht. Sagen wir es mal so. Ich meine, die hat meine andere Schwester. Du hattest mal eine andere Schwester? Ich Was habe ist da? also ich habe Ach so. zwei Geschwister und einen Bruder. Ich habe verstanden gerade, ich hatte mal eine andere Schwester. Jetzt Der gibt's ja ist nicht. aufgedreht, die andere ist eingebildet, mein Bruder ist die perfekte Person, die euch vorstellen könnt. Eieiei. So, Einladung werden raus. Alter, was soll das mit diesen Klamotten, ey, bei dem Glücksrad, Alter? Wer braucht sowas? Ich habe auch jetzt mal ein T-Shirt oder ein Pulli oder was gewonnen. Ah, ich werde verrückt hier, ey. Würde doch reichen, wenn da Casino-Chips, Geld und das Auto drauf ist. Was braucht man denn da bitte, diese scheiß Klamotten? Oder Erfahrungspunkte ist auch noch Oder RP, ja, RP noch, ja. Aber diese Klamotten können es doch wegmachen. Wer braucht denn sowas? Wenigstens besondere Klamotten werden, ne? Weißt du, ein Sakko für 10.000 GTA-Dollar tragen und dann ein T-Shirt für 100 $ gewinnen beim Glücksrad. Ich glaube wohl, also. Ja, irgendwann werden die Ansprüche halt ein bisschen höher. Früher dachte ich, oh, T-Shirt, 100 $, boah, ist das teuer. Und jetzt wird aber gesagt, 100 $, was haben wir? Peanuts. Du wirst ein bisschen abgehoben, mein Lieber. Sehr arrogant. Am Anfang haben die Autos ja auch noch nicht 5 Millionen Dollar gekostet. Stimmt wohl. Da war damals, wo ich mir den Kuruma, die habe ich mir ewig zusammen gespart. Die 750.000, was der kostet. Wo ich angefangen habe mit GTA Online, als das freigeschalten wurde, damals auf Xbox 360 hatte ich ja angefangen. Da habe ich mich gefreut, als ich 60.000 für so eine scheiß Garage zusammen hatte. Weißt du, ich Ja. wusste nicht mal, dass es Buden gibt. Ich hatte nur so eine Garage, wo nur Autos drin Ich habe damals parken ziemlich, konnten. ich habe damals meine Crew kam nicht mit, wo ich auf der PS3 gezockt habe. Und da habe ich dann viel alleine gemacht und habe mir dann immer die GTA-Gruppen eine Crew gesucht, mit denen ich dann zusammengekommen bin. Da bin ich dann auch immer auf YouTube gekommen. Das war so die Zeit, als ich die Anfangszeit der PS4 Und jetzt bereit. hast und jetzt hast du uns. So kann man auch abstürzen. Ja, das habe ich euch an der So Backe, das kann ist man abstürzen. scheiße. Okay, wenn alles da ist, dann würde ich sagen, starten wir. Ja, wir warten nur auf dich. Ich Aber sag erst müsste ja. einer da fragt. Letztens musste ich hier an. Ich kriege nicht mal Munition. So. Hauptsache, die Bombe steht schon auf dem Tisch. Unsere, ey. Ah, good, good, good. Yes, you're doing good. Just three more little tasks to perform. Der Pazifikstandard, das Pazifikstandard-Hack. Ach so, das ist die mit den Transportern, ne? Mit dem IT-Transporter. Bankräuber beklauen Bankräuber, alles klar. Ja, das ist das, wo man denn dann das Ding irgendwie zerstören muss, ne, wenn man das getauscht hat. Ja, erstmal muss ich die ganzen Typen wegschießen, muss man Transporter verklauen, muss umladen und dann muss ich zerstören und so, ja. Das geht jetzt quasi direkt in die Vorbereitung rein und die anderen machen ja nur so noch Gimmicks dazu holen. Und das geht jetzt quasi jetzt hier das große. Jetzt Das geht's richtig los. jetzt geht's quasi richtig los. Sind drei Vorbereitungen und dann die Dieser Hauptmission. Nach wird ekelhaft, dieser scheiß Army-Konvoi Ja, ich finde die Motorräder noch mal eine Ecke schlimmer. Der Konvoi, der geht noch. Aber wie gesagt, mal schauen. Aber wenn ich ehrlich bin, da haben sie sich echt doch Gedanken gemacht, wie sie die heiß machen und alles Was macht umbenannt. der da? Guck mal, er beschmutzt einfach deine Kommode. Ja, Ernsthaft, Enrico, darauf reagierst du? Auf was? Darauf reagierst du? Hä? Markus, und du sitzt Weißt mit dem Hintern auf dem Schreibtisch, hast recht. Die ganze Zeit kein Wort und dann Lester macht die Beine breit auf der Kommode. Oh, was macht er denn da? Ja, Das ist das jetzt, was Enrico so alles auffällt. Gut.
Ja, dann 2021, wir diskriminieren hier niemanden. Nein, nicht mal den guten Abend. Wenn Enrico auf halbplatzige ältere Herren steht, ist das seine Sache, alles gut. Wobei, tatsächlich, Lester ist so einer, mit dem möchtest du es ja auch nicht so verscherzen. Der findet alles über dich heraus. Ja, das kann aber heutzutage auch fast jeder, wenn du ehrlich bist. Naja. So. Wurde, dass die Kommode gar nicht eingekracht ist, ne? Fahrer, ja. Die Luftvogel. Outfit, Löcher. Was gibt's hier? Wir sind die Fahrer. Oh, Kipper ist hier. Ja, dann fahren wir mit dem Fahrer. Alles gut. So. Hm? Sag nicht, wie die Maske aussieht, Markus, ne? Die sieht voll aus wie dieser komische Typ aus Star Wars, ne, ey. Wie heißt er nochmal? Stormtrooper. Wie denn mit Knievis Maske sieht das aus, ey? Die Film wollen auf die verdammte Husten, ey. Nee, das sieht eher aus wie Dings hier, Jason. Oder? Yvonne, ich bin dein Daddy. So, begib dich zum Transporter. Wir müssen, glaube ich, alle auch zu einem gleichen Punkt dann, ne? Ja, irgendeiner rennt in die andere Richtung. Okay. Ich geh mein Auto nur holen. Achso. Weil die Autos stehen hier hinten. Komm, steig ein, Daddy. Genau. Auf dem Beifahrersitz, du kannst die Gangschaltung bedienen. Ja. Dazu brauchst du nicht mal die Hände. Ich hab dich lieb, Yvonne. Alles gut. Einfach draufsetzen und twerken. Move that ass! Move that ass! Ja. Warte mal, die Frage ist, ob die. Hier haben sie ja auch die Dings offen. Ob das funktioniert noch, die Glitch? Wir versuchen es wirklich beim letzten Mal, ob wir es schaffen. Ob ich das Auto wieder unten parken kann, dann kann ich mein Auto vielleicht versuchen rauszuholen aus dem. Während der letzten Mission. Vor allem, wir reden immer davon, dass wir Glitches nicht mögen und Kev die ganze Zeit, der Glitch, der muss bestimmt noch funktionieren, der Glitch, ja, der dann nehmen wir's, gehen. Dann machen wir es nicht, alles gut. Ja, machen wir's halt mir normal. Ist das egal, ich wollte es ja nur sagen. Ja, ja, Glitches, der Glitch, also, verstehe ich halt, dass wir halt kein Unmengen Geld in 5 Minuten machen können oder sowas. Das meine ich halt mit Glitch. Aber okay, dann machen wir es halt normal, alles gut. Und zeigen wir es halt richtig. Es gibt nämlich noch einen etwas anderen, genau, Weg. Nee, alles gut. Wir zeigen es den Leuten so richtig. Das ist dein Part. Oh, fahr doch genau in dem Moment darüber. Machen sie doch meistens immer. Schade, dass du diese Pflanzen nicht mehr gewesen hier. Diese Periote-Pflanze, wie die hießen. Was für ein Ding? P.O.T. In letzter Zeit waren hier online solche Pflanzen zu finden, da konntest du dich in ein Tier verwandeln. Das war wie so ein Sammelaufgabendings hier beim Singleplayer. Nee, es ging auch in der Lobby. Okay. Ja, aber es war so ähnlich, meinte ich. Ja. Aber ich bin freut, wenn ich mit drei Tieren bin. Einmal unter Wasser, da war ich einmal ein Tier und. Ja, ich glaube, das erste, was ich sehe. So, warte mal. Gerade sagen, ich bin nicht der Fahrer, wollte ich gerade sagen. Du fährst nicht, okay. Oh, herzhaft. Dann fahr ich halt, gut. Nein, wir hatten da vorne einen Sitz, ich muss nur umsteigen. Könnt ihr nicht hinten rein? Komm mal hier raus erstmal. Alter! Mach raus! Mach raus, ich mach auch einen Sitzplatz. Siehst du, Yvonne, ich bin wenigstens lieb zu dir. Ey, da hab ich vorhin gestern. Oh, Scheiße, ich bin auf die falsche. Warte mal, ich bin auf die falsche Taste gekommen. Ich bin einfach ausgestiegen während der Fahrt. Ich wollte sagen, ich war eigentlich alles geplant. Warte, ich komm. Markus, fahr weiter. Da war nix. Bitte was? Da liegt nur eine kaputte Lampe oder was auch immer. Gerade nicht der ist. Vergiss es. Heute nicht. Ja. Ah, ja, jetzt.
Jetzt gib Gas. Scheiße, das hat nicht ganz geklappt. Es wird gar nicht auffallen, dass der Bus komisch aussieht. Ich weiß nicht, was du meinst. Das ist halt ein bisschen Schrott, jo. Mein Gott, die Beule da drin. Der Bus sieht aber anders aus, das ist eher ein Umzugswagen. Mein Gott, die Beule da drin, das sagt die Bonn auch öfter. Nee, die hast du. Mit Beulen kennst du dich aus, Markus. Ab und an mal ein Zelt aufstellen. War da was? Ich hab nichts bemerkt, oder? Habt ihr was gemerkt? Ich weiß nicht. Nö. Ich glaube, du hast Hallos. War ein Schlagloch. Hä? Was war da? Keine Ahnung. Ey, noch nicht? Ja. Warum steigst du schon aus? Du bist so... Oh. Erstmal. Wir waren noch nicht im gelben Kreis. Jetzt. Das nehmen wir. So. Schalte die Crew aus. Wollt ihr ausschalten? Ich fahr das Ding rein. Ja, ich schalte aus, du fährst rein, ja. Ich schalte aus, ich schalte irgendwie so eine Passantin an. Warte mal. So, der ist schon mal tot, der Typ. Ach, da oben ist noch einer, ne? Der eine muss über mir stehen. Ich sehe noch nicht wo. Hä? Der steht auf der Treppe oben. Ich muss mal zurück gerade. Ich muss gerade mal nur. Jetzt wollen wir jetzt die Mission failen. Ich habe auch gar nichts mehr im Leben. So, Snacks. Wo steht der denn? Ich will mal gerade gucken, ob ich ihn vielleicht sehen kann von hier hinten. Warte mal, die sind ja... Aber ich sehe ihn auch nicht. Ja, der hat mich aber ziemlich böse gerade angeschossen. Ich weiß auch nicht, wo genau wo der genauso sich steht. Auf der Treppe hat der gewesen. Ist tot. Der eine? Nein, der ist noch, lebt noch. Das war's. Lol. Der ist tot. Ja, der war doch nicht tot, der eine. Weil ich bin da vorne an die Kisten gegangen und wurde dann ziemlich niedergeschossen. Ja, alles gut. Jetzt, ja. Ich wurde nur von dem hinter mir umgebracht. Der ist auf einmal auferstanden. Ja. Die sind erst tot, wenn da wirklich das RP-Zeichen drüber geht. Er ist auferstanden und hat Enrico dann richtig von hinten genommen. Ja, geil. So, dann machen wir das ganze Ding halt nochmal. Aber alles ist gut. Das ist gut. Ich hab gar nichts gemacht. Naja, du bist ja mal gestorben. Du hast die Mission verkackt. So. Kackt! Du hast versagt. Jetzt weißt du, warum du Igor anrufen musst, weil ich sonst keiner mag. Ja. Ich bin dafür, dass er jetzt läuft dafür. Hinten rein, da ist doch Platz. Hm.
Ich habe eine Granate in der Hand. Ja, pack deine Granate lieber wieder ein. Sie macht erstmal die Tür auf. Ja. Ja. Sie muss Luft reinlassen, du riechst so komisch. Ja. Oha! Erstmal lüften. Den Pups rauswedeln. Deswegen macht sie mal auf und zu. Entschuldigung, es gab Döner zum Frühstück. Okay, zum Frühstück vor allem. Mit Knoblauchsoße. Ja. Natürlich, letztes Mal, unser Dönermann ist irgendwie bekloppt gewesen. Ich bin rein, wollte eine Dönerrolle haben und er so, ich habe aber nur eine mit Knoblauch schon fertig. Ob ich die auch nehme, hat er gefragt. Da habe ich gesagt, ja, die nehme ich auch, okay. Und dann hat er mir zwei Dönerrollen für 5 Euro gegeben. Das heißt, ich habe eine kostenlos gekriegt. Ja, was hat er einzeln? Und einzeln hat er dann 2 Euro gekostet, dann hat er dich verarscht. Nee, kostet eine 5 Euro bei uns. Ja, aber ich hatte eine zum Frühstück und eine zum Abendbrot. So, ihr könnt. Ich steige jetzt nicht nochmal aus. Das ist gefährlich raus. Das war auch mein Plan. Wir sind gefahren. Wir sind hier an. Ich bin der Reinigung. Ja, in dein Arsch! Ja, zoff. Links, Enrico, hier ist auch noch einer. Warte mal, hier sozusagen. Gibt's hier einen Rückwärts, einen Rückgang? Nee. Also hier hinter dem liegenden Trailer ist auch noch einer. Ja, ich weiß. Nur ich musste hier erstmal. Hab ihn. Ah, da ist doch einer. Auf dem Dach hab ich. Scheiße, falsche Pistole ausgewählt gehabt. Leuchtpistole. Und wer stirbt wieder? Ah, Junge. Du darfst doch nicht mal so offen einfach überall reinrennen. Ist doch kein Wunder, dass du ständig drauf gehst. Kommt mir irgendwie bekannt vor von einem vorigen Spieler, den wir hatten. Und irgendwie auch? Ich weiß nicht, wen du meinst. Ja. Den gehasst. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ich denke nicht, dass sie so weit fliegt, aber... Oben auf dem Dach ist tot. Aber hier auf der Treppe rechts steht immer noch. Ja, das ist halt. Aber Enrico ist jetzt auf der anderen Seite. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee gewesen. Der kommt von der anderen, also von genau gegenüber von uns jetzt kommt der praktisch. Ich glaube, die Reste stehen nicht alle auf dem Dach, ne? Da kommt er. Ist tot. Der oben ist tot? Okay, dann sind noch 2 hinten. Ich hab's auch gerade irgendwie einen Schuss. Hab's gesehen. Was ist er denn? Ach, da ist der. Ich seh ihn. Einer ist da unten tot. Oh. Den einen oben. Ja, ich seh hier unten ist noch einer. Hab ihn. Das war's. Ey, Leute, nicht mich sprengen hier. Enrico, weg da. Fällt ja auch gar nicht auf, Junge, schwarz gegen weiß. Wir tauschen auch nicht die Vans, wir tauschen die Ausrüstung. Ja, was das, wenn du die Ausrüstung, die eine Wende zerlegt. Aha. Den nagst du quasi dann hoch, nur brauchst du nur die... Wir klauen nur deren DVD-Player und bauen unseren DVD-Player ein, ist ja. Alles. Die haben das bessere... Oh, wie alt! DVD-Player! Schon was von Blu-ray gehört? Ich hab Videorekorder. Darf ich eine Granate reinwerfen? Nein, noch nicht. Naja, aber wenn du mal überlegst, wie alt das schon ist hier, der Modus, wann das Spiel mal original rauskam, ist DVD-Player gar nicht mal so unwegig. Wie sollen wir das mal wegfahren, ne, Enrico? Springen wir uns jetzt gar nicht in die Luft. Liegt schon drinne.
Ja, warte, ich muss zurück. Fahrt ruhig einfach. Ich muss zurück. FK aus dem Gelände zurück, hä? Warte, bis die Lokführer das Gelände, das Gebiet verlassen haben, steht da. Bei mir steht, die warten, bis das Team den schwarzen Transporter. Ihr müsst alle hier einsteigen. Ach, wir müssen alle, das sind den gleichen noch, Gott. Ja, wir müssen den anderen nicht bewegen. Okay, das war, weil er. Jetzt steht bei mir, verlasse das Gebiet. Ja, ja. Kehre zurück zum Gelände. Halt, ich muss raus. Ich bin hier, weil du davor. Ah! Ich komm ewig mit dem Fach. Ich muss raus, ihr müsst nur weiter. Steige den weißen Transporter und bring den weißen Transporter weg. Zu Lesters Fabrik. Ihr müsst die Jungs abhalten da. Ja. Die hängen gerade bei dir. Zwei davon, oh. Ja. Ach, alles gut, die krieg ich noch hin. Weiter. Ja gut, weil ich Fahrer am Anfang ausgewählt habe, das heißt. Habt ihr quasi da nichts mit mir zu tun? Ich kann nur nach hinten schießen. Ja, Mission ist vorbei. Aber ich hoffe, dass wir jetzt nur. Du musst fahren, Yvonne. Du kannst nicht immer fünfmal stehen, dann musst du durchfahren. Passiert. Das Anlocken heißt nicht, dass du stehen bleiben musst. Das heißt einfach nur, du solltest ein Ziel aufbauen, damit die weggelockt werden. Aber so macht die Wonders, wenn sie was anlocken will, bleibt sie einfach stehen. Ja, die ich kommt. Weiß, sie bleibt stehen und versprüht ihre Pheromone, dann sind alle angelockt. Das ist ja. Mir schon klar. Das ich, ist, ich bin eine Blume. bestäub mich, du Biene. Oh, doch. Ja. Ich heiße Marvin. Ja. So, ihr müsst jetzt wieder mit ich dem. Ich heiße Marvin. Oh, ihr verschwindet jetzt mit dem Dings, mit dem schwarzen Transporter, genau. Ihr müsst mit dem A-Team-Transporter verschwinden, da. Ja. Genau. Und dann, ich liebe so. Es, wenn ein Plan funktioniert. Genau. Ihr zieht die jetzt auf euch, dann kann ich mit dem anderen hier abbauen. Weil da sind gerade zwei Feinde vorbeigefahren, zwei andere Autos. Das ist okay. Ja, so kann ich gar nicht schießen. 360, yeah! Woo. Ah, da konnte ich gerade nicht für, ich bin gerammt worden von dem NPC. So. Aber es wäre zu einfach, wenn man da ohne Probleme mal durchkommt. Weißt du, selbst bei Avi sind wir ohne Probleme durchgekommen und hier fehlen wir. Und das Ganze sogar zweimal. Ja. Aber wie gesagt, das wäre zu einfach alles, wenn das alles so funktionieren würde, wie man sich das vorstellt. So. Ach, brauche ich gar nicht schießen. Komm sowieso nicht dazu. Ja, ich bin jetzt eh gleich da. Ich bin jetzt gerade schon auf den Hof jetzt gerade. So. Tada. Erledigt. Gute Lockvögel. Enrico will es der Frau wieder nicht gönnen, ist ja schon wieder klar. Ich will mitmachen. Platin, vollkommen verdient. Ich habe hier die meiste Arbeit gemacht. Genau, ja. Ich musste die Ware wegschaffen. Ausliefern.
Jetzt regnet es schon wieder. Bitte was? Bei uns scheint die Sonne. Hier, hier schüttet es. Mein weißer Anzug wird nass. Ach so, im Im Spiel. Oh, ich dachte jetzt im Real Life. Ich weiß gar nicht. Ne? Ich glaube, hier ist es, ja, es ist ziemlich grau und bedeckt. Wir stehen mal zusammen. Was ist hier passiert? Ja, hier. Es hat sich an uns gewöhnt. Es? Es hat sich an uns gewöhnt. Ja. Das Game. Ja, es. Pennywise. Es. Ja, ach echt. Ich habe ein Poster von dem. Ach. Ich habe die Filme gesehen, wobei ich habe, also sowohl die alten als auch die neuen. Ja, nee. Und wenn ich ehrlich bin, fand ich die alten Filme sogar besser. Mist. Wir waren nämlich hier im Autokino, da haben wir den geguckt, den zweiten Teil. Ich hab alle Teil, sogar den die alte Verfilmung, die 3 Stunden. Busen, Busen, Busen. Tetten, Tetten. Ey! Nix Busen! Ach, ihr seid alle hier. Ach, ihr seid alle hier. Ist man nicht mal hingehen, Ruhe. Hat man nicht mal hingehen, Ruhe für euch. Nix Belästigung am Strand! Ich bin die Polizei! Oh lol! Ah! Er spawnt direkt hinter mir, Alter! Wie er schreit, dieses kleines Mädchen! Ja! Ja! So.